Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Video in der Review-Woche. Ich weiß nicht, ob du zeitgleich geguckt hast. Wenn nicht, findest du unter dem i einen Ordner. Da findest du alle Videos, die ich in der Woche aufgenommen habe. Und gleichzeitig gibt es sieben Shorts, die ich dieses Mal mit aufgenommen habe für jedes Produkt. Vielleicht hast du ja Bock, die mal anzugucken, falls du sie noch nicht gesehen hast. Wir sprechen heute über das Thema Reinigung. Und ich wurde in der Vergangenheit immer mal wieder gefragt, ob ich solche Schäume empfehlen kann. Und ich habe mal überlegt, ob ich so ein Produkt in der Vergangenheit gekauft habe. Ich habe früher mal sowas gehabt, bin aber, glaube ich, nicht wirklich damit zurechtgekommen. Und das war im Endeffekt so ein Produkt aus einer Pickel-Serie. Also ganz katastrophal, ist schon ewig lange her. Ich bin ja so ein Klerasil-Kind noch. Und ich glaube, da war sowas dabei. Aber so hundertprozentig kann ich euch das nicht mehr sagen. Ich merkte halt einfach, dass es mir damals schon irgendwie suspekt war mit so einem Produkt. Weil auch heute ist es für mich so, wenn ich morgens mein Gesicht damit wasche, habe ich immer das Gefühl, so, das funktioniert nicht. Das ist eine Kopfsache. Das ist halt einfach auch eine Routine, die bei mir nicht da ist, weil ich halt gerne irgendwie mit Waschgel wasche am Morgen. Wenn du übrigens eine empfindliche Haut hast oder eine trockene Haut hast, dann reicht es, wenn du morgens mit warmem Wasser dein Gesicht abspülst. Es reicht tatsächlich. Denn Wasser kann natürlich auch reinigen. Bei mir reicht es nicht. Ich habe eine fettige Haut, große Poren und da sollte ich halt schon so Waschsubstanzen verwenden. Und morgens verwende ich halt das. Das würde ich abends niemals verwenden, weil damit kriege ich halt keinen Sonnenschutz runter. Das ist ja das, was ich regelmäßig trage und das kann das absolut nicht anlösen, also das geht gar nicht. Aber für morgens ist es einfach eine richtig tolle Sache, denn wenn du wie ich eine fettige Haut hast, dann solltest du deine Haut natürlich nicht ohne Ende austrocknen und wenn du dann schon mild daherkommst mit einem Reinigungsprodukt, was eben mild auf deiner Haut funktioniert, ist es echt eine tolle Sache. Das ist eben auch so eine Produktgruppe, wo man immer so ein bisschen sagt, das ist sinnlos, aber ich würde es nicht als sinnlos bezeichnen. Die Shenya hat vor kurzem ein Video, nein, sie hat kein Video gemacht, das war glaube ich auf Instagram. Es war auf Instagram, wie sie die Vorteile von solchen Produkten genannt hat. Wenn du zum Beispiel eingeschränkt bist, dir die Hand gebrochen hast oder verstaucht oder was auch immer, dann bist du Gott froh, wenn du solche Produkte hast. Und so ist es auch tatsächlich, ne? Also wenn du nur noch eine Hand zur Verfügung hast, weil du eben, was weiß ich, dich auch geschnitten hast oder irgendwie verletzt hast, das passiert ja schnell, ne? Dann ist so ein Produkt echt toll. Mir kommt es halt irgendwie so ein bisschen vor, wie, als wenn ich da diese fettige Schicht von meiner Haut einfach nicht so richtig runterkriegen würde. Ich weiß auch nicht. Nochmal zu mir, wer mich nicht kennt, ich bin 44 Jahre, habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht und große Poren. Und da ist es halt schon wichtig, dass du deine Haut genügend reinigst, sie aber nicht austrocknest. Und da ist so ein Produkt natürlich richtig toll. Hier wird mit Peeling geworben, also dass das Produkt peelen kann, weiß ich nicht. Das ist wieder ein Marketing. Das muss nicht sein, weil die Wirkstoffe jetzt nicht so hoch enthalten sind. Und dann ist es auch immer die Sache, wenn dein Produkt nicht auf deiner Haut verweilt und du das gleich wieder runterspülst, dann hast du keine peelende Wirkung. Ich weiß nicht, ob Shenya dieses Produkt von der Säure her getestet hat, in welchem Säurebereich, in welchem pH-Bereich es ist. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich sollte mir echt mal solche Streifen besorgen, um das dann selber einfach mal abzuchecken. Habe ich noch nicht, muss ich mir mal echt besorgen. Da ist es halt echt wichtig, dass du einen günstigen pH-Bereich hast und das glaube ich, das kann das Produkt nicht einhalten. Ist ja auch egal, denn AHA und BHA sind ja auch in der Reinigung eine tolle Sache, auch wenn das eben nicht ganz so stark im Produkt enthalten ist. Es gab einige, die eben mit dem Waschgel von No und dem Waschgel von Balea Expert Probleme haben. Die könnten durchweg sich auch mal an dieses Produkt ranwagen, weil es ist halt wirklich mild. Aber auf die Haut achten, wenn die Haut reagiert, dann ist es halt auch in dem Fall wirklich Pech. Ich denke aber, man hat mit dem Produkt ein bisschen mehr Erfolg, weil man halt gleich mit Schaum reagiert und nicht mit dem puren Produkt an sich. Probiert das auf jeden Fall gerne mal aus und berichtet mir dann in den Kommentaren, welche Erfahrungen ihr als
jemanden gemacht habt, der eben eine empfindliche Haut hat, wie ihr da reagiert habt. Ich würde es abends nicht tragen. Also, was heißt tragen? Ich würde es abends nicht anwenden, denn das kann halt keinen Sonnenschutz auflösen, ne? Also, oder anlösen, sagen wir es mal so. Da ist es halt einfach eine zu milde Angelegenheit. Und da bin ich dann eher jemand, der Öl verwendet, wie ich am Anfang der Woche ja gezeigt habe. Und ich bin mir unsicher. Ich finde das Produkt echt nicht schlecht, aber es hat mehr oder minder damit zu tun, dass ich mit der Art und Weise nicht wirklich okay bin, muss ich sagen. Also ich habe hier jetzt eine ganze Weile noch Zeit, mich mit dem Produkt anzufreunden. Und ich könnte mir vorstellen, das nachzukaufen, aber dennoch, ich liebe halt mein Waschgel von Balea Expert oder von Balea Med Ultra Sensitiv. Das sind halt für mich Produkte, die für mich halt eher funktionieren als sowas. Wie ist es bei euch? Verwendest du Schaum? Kannst du mir gerne mal unten in den Kommentaren erzählen. Wie bist du mit dem Produkt zurechtgekommen? So gut wie ich oder eher doch nicht so gut? Würde mich mal interessieren. Schreib mir das gerne mal auf. Hast du da reagiert drauf? Schreib gerne auch deinen Hauttyp mit dazu, damit wir wissen, mit welchem Hauttyp wir es eben zu tun haben. Das ist meist in der Hinsicht auch noch wichtig. Und ich würde sagen, ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss.